Herr Blocher, Sie sind ausgebildeter Bauer. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was hat Ihnen die Ausbildung fürs Leben gebracht? Ja, sehr viel. Ich würde sagen, das ist ein guter Boden, der hier gelegt worden ist. Aber ich wollte ja Bauer werden. Aber ich hatte leider als Pfarrerssohn kein Gewerbe. Ich musste ja etwas anderes machen. Aber das ist auch gegangen so. Aber ich habe immer gern den Kontakt zum Boden und zu der Natur gehabt. Mir hat mal einer gesagt, man merkt, dass du im Leben mal hast Herdöpfel auflesen musst. Du bist immer auf dem Boden geblieben und bei den Leuten. Das ist auch viel wert. Und wenn Sie jetzt zurückschauen und sich vorstellen, Sie wären die Bauer gewesen, und bei der Situation, die da recht schwierig ist, wie würden Sie das jetzt beurteilen? Ja, ich würde immer noch sagen, das war eine reiche Zeit. Also das Bauer ist ja gleich, finde ich, der schönste Beruf. Mhm. Aber es ist sehr schwierig. Aber ich glaube, auch in diesen Schwierigkeiten wird sich der Bauer durchsetzen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass auch die anderen, die nicht Bauern sind, den hohen Wert vom Bauernstand eingesehen. Also ich predige natürlich das. Das Land, die Schweiz, braucht den Bauer. Der Bauer braucht auch die Schweiz, ist ja klar. Aber wir müssen den Leuten sagen, das ist eine unglaubliche Leistung, die der Bauernstand bringt. Also wir sind ja hier im Kanton Zürich. Selbst in dem grossen Wirtschafts- und Industriekanton Zürich ist immer noch so, dass 2/3 vom Land wird bewirtschaftet durch Bauern. Und das ist ein schönes Land. Wenn Sie da hinter mir sehen, sehen Sie ja da Bubenkinder über das Oberland. Denken Sie mal, wie wäre das, wenn es keine Bauern gäbe? Jetzt ist es aber so, dass viele Bauern, gerade Milchwirtschaft und so weiter, die krampfen und kommen eigentlich wegen den Preisen nicht auf den grünen Zweig. Ja, das ist ja so. Man hat leider, es ist jetzt halt so passiert, ich war ja immer ein Anhänger von der Milchkontingentierung, damit das nicht passiert. Jetzt ist es, jetzt hat das Problem da. Und jetzt gibt es halt nichts mehr anders, als dass die Betriebe grösser werden, damit die Kosten runtergehen. Sonst geht es nicht anders. Wie beurteilt Sie dann die jetzige Agrarpolitik, die ziemlich fest auf Direktzahlungen setzt und auch Leistungen entgelten für Ökologie, für... Ich war nie für die Landschaftsgärtnerei. Ich meine, das ist ja klar, die Landschaft, die Sie hinter uns sehen, ist ja nur so gut, weil hunderte von Jahren gebaut worden ist. Und da hat man nicht gesagt, ihr müsst Blümchen machen und so weiter. Aber es hat Blumen gegeben, das ist ja auch recht. Und jetzt, wo Milchkontingentierung ist nicht mehr da, was gehört Sie da an den Weg, wie man aus der Situation raus könnte? Ja, dass man halt grösser werden muss. Ja, also es liegt alles bei den Kosten und bei der Politik vor allem. Man muss dem Bauer mehr Freiheit geben. Die Verbürokratisierung und die Verbürokratisierung und Regulierung, das macht Kosten. Also mehr Freiheit geben und der Bauer muss halt schauen, dass er auch vermehrt in Ischen kann produzieren. Und sehen Sie dann auch zum Beispiel im Berggebiet und so weiter das gleiche Rezept? Nein, das ist natürlich schon das gleiche Rezept, aber die Nischen sind natürlich weniger gross, oder? Und dass man in der Bergzone natürlich Landabgeltung hat, ist ja zu begreifen. Aber wir wollen ja auch, dass die Alpen nicht vergandet. Wir wollen das Land erhalten. Heute sind die immer sagen, die Landwirtschaft sei zu teuer. Sollen wir mal eine billigere Landwirtschaft bringen, die eine erstklassige Lebensmittelversorgung hat aus unserem Boden und wo den Boden bewirtschaftet und das dann nicht vergandet, dann die ganze Bevölkerung von den Bergtälern und so weiter verhindert. Sollen wir mal einen bringen, ich habe noch keinen gesehen, der das bringen kann mit weniger Geld. Also diese Milliarden haben wir dann noch nie gerauen, die wir hier brauchen. Aber das zahlen wir ja am Bauer, weil er ja einen Beitrag bringt, nämlich die Landschaftserhaltung. Und weil man nicht da wo geben, wo die Lebensmittel kostet. Das ist eine Subventionierung von den anderen. Jetzt noch vielleicht eine letzte Frage, wieder zum Anfang zurückkommen. Wenn jetzt irgendein Junge sich mit dem Gedanken tragen, eine landwirtschaftliche Ausbildung zu machen, würden Sie das empfehlen oder Ihnen sagen? Nein. Also ich habe viele, die zu mir kommen. Was meinen Sie, sollte man das? Da sage ich, mach's. Aber wenn du kannst,
lerne noch einen anderen Beruf daneben. Zum Beispiel Mechaniker und so weiter. Dann noch Bauern, da hast zwei Beine. Und das, wenn du Mechaniker und so weiter lernst, das kannst du auch brauchen heute in der modernen Landwirtschaft. Das ist auch meine Empfehlung. Mal, das wär's. Danke vielmals und wünsche Ihnen einen schönen Abend mit dem Zürcher Bauernverband im Rio Filet.